Hallo aus Niederbühl. Nach dem Schaden an der Oströhre des Tunnels bereiten wir nun die Wiederherstellung der Tunnelröhre vor. Eine wichtige Voraussetzung dafür sind die Schlitzwände. Und wie diese hergestellt werden, zeige ich Ihnen heute. Kommen Sie mit! Nach der Verlegung der Rheintalbahn an Ostern 2022 haben wir zuerst die Sicherungsplatte über der Oströhre zurückgebaut. Diese Betonplatte haben wir dazu in 1,50 Meter breite Blöcke zerlegt und anschließend auf der Baustellenfläche in Ötigheim zerkleinert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Bereich der entstehenden Baugrube sicher abgedichtet wird. Das machen wir mit den sogenannten Schlitzwänden. Diese Betonwände umschließen die Baugrube und sorgen dafür, dass diese standsicher und wasserdicht ist. Außerdem führen wir an den Querseiten der Baugrube Entrümmerungsbohrungen durch. Diese sind notwendig, weil sich im Baugrund noch Bauteile befinden, wie zum Beispiel die beschädigte Tübbingröhre. Durch ca. 20 Meter tiefe Bohrungen entfernen wir diese Bauteile. Anschließend kann auch in diesen Bereichen die Baugrubenumschließung hergestellt werden. Die Baugrube selbst wird ca. 16 Meter tief sein. Mit den Schlitzwänden müssen wir aber bis zu 45 Metern in die Tiefe gehen, damit von unten kein Wasser eindringt. Das hier ist ein sogenannter Schlitzwandgreifer. Damit heben wir den Boden aus. Anschließend wird der Bereich direkt mit Stützflüssigkeit verfüllt. Das stabilisiert das Erdreich, bis die Stützwand fertig ist. Als nächstes wird solch ein Bewehrungskorb in den Schlitz abgelassen. Danach können wir die Schlitze von unten nach oben mit Beton auffüllen. Die dabei verdrängte Stützflüssigkeit wird nach und nach abgepumpt. Die Betonwände benötigen dann noch etwa 4 Wochen zum Aushärten. Wenn die Schlitzwände fertig sind, können wir die Baugrube Stück für Stück ausheben. In der Baugrube demontieren wir dann die einbetonierte Tunnelvortriebsmaschine. Danach können wir die Tunnelröhre in offener Bauweise erstellen. Die Anwohnerinnen und Anwohner schützen wir durch Lärmschutzwände im Bereich der Baugrube. Hier arbeiten wir weitgehend tagsüber. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt. Bis bald!